Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, ich mache jetzt dieses Gespräch hier gerade noch einmal mit euch, weil der Ton vom Spiel wurde nicht aufgenommen, warum auch immer. OBS mir das hier umgestellt hatte. Aber wir sind hier auf dem Weg wieder zurück zur Universität. Wir müssen uns bei Raminus Polus melden, ihm die Nachricht überbringen, dass wir hier überfallen wurden. Daher würde ich jetzt mal hier durchgehen. Ihr seid der göttliche Kreuzritter. Wie heißt du? Uras der Hirte. Und du? Ich grüße euch. Janus Hasseldo. Achso. Da ist der Jarl. So. Aber wir wollen wieder zur Uni. Zur geheimen Uni. Und dem werten Herrn mal ein bisschen was berichten. Und ich habe schon auch von euch die Kommentare gelesen gehabt. So, ich muss mal schauen, dass ich bessere Heilzauber zum Beispiel kriege als nur den hier. Dass ich mal auf die Buttons, die unten links sind, so, wenn ich mit Leuten rede, mal gucken soll. Es ist gut, euch zu sehen. Was ich irgendwie viel zu wenig mache. Daher bei nächster Gelegenheit, wenn ich sowas sehe, beziehungsweise wenn ich auch checke, dass da sowas ist, bitte verprügelt mich nicht deswegen. Aber dass ich dann da mal. Ach so. Ihr wollt mich an. Autsch. Steht ihr euch gegenseitig im Weg oder wie? Okay, das sah jetzt. Das sah jetzt lustig aus. Haben wir noch was zum Reparieren? Ein Hammer hier oder so? Wir haben keine Hämmer. Warte mal, welchem Zustand sind meine Waffen? Bei 86% macht das schon so wenig Schaden. Gehen wir noch mal kurz zurück. Kaufen ein paar Hämmer. Aber ja, was ich vorhin sagen wollte, wenn ich das mal nicht checke mit diesem Handel, was man da machen kann. Und die Zauber kaufe, neue Zauber, vielleicht bessere Zauber. Bitte verprügelt mich nicht deswegen. Glaube, wir werden warten müssen. Ne? Wir haben 4 Uhr morgens. Machen wir noch mal 4 Stunden und dann suchen wir uns einen Händler, der Hämmer verkauft. Ich wünschte, ich hätte das eigentlich mit diesen Reparieren in Kingdom Come eigentlich auch besser eingesetzt, sag ich jetzt mal. Hier geht's hoch. In Kingdom Come habe ich das zum Beispiel irgendwie mit den Reparaturen viel zu selten genutzt. Hier müssen wir rein. Hi,
Ich mag das zwei Schwestern. Und Mok führt das Gasthaus wirklich gut. Sie und ihre Schwester sind beide sehr nett. Mir hat es dort schon immer gut gefallen. Mok macht ihre Arbeit gut. Manchmal verwechsle ich sie aber mit Ugak. Aha. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Gerüchten zufolge versuchen die Nord, ganz Solstheim gefangen zu nehmen und die kaiserliche Festung auf der Insel zu zerstören. Noch mehr Kämpfe für die Nord? Das sind schlechte Nachrichten. Bis später. Schönen Tag. Schönen Tag. Hi, lass uns handeln. Kommen wir zum Geschäft. Ich möchte sehen, ob du hier was hast, was ich gebrauchen kann. Ja. Wir nehmen wie immer 15 jetzt mal. Haben wir was zum Verkaufen? Der hat 800 Groschen. Gold. So. Ein exzellentes Geschäft. Kriegsaxt der Täuschung. Langschwert des Feuers behalten wir. Magierstab des Feuers behalten wir erstmal. Ich weiß nicht, ob das questrelevant ist. Wir haben so viele Pfeile. Streitaxt der Absorption. Streitaxt der Zersplitterung. So. Ihr seid ein harter Feilscher. Warum haben wir das mitgenommen? Ein guter Preis für ein... Vom Totenbeschwörer? Hat das irgendjemand noch im Kopf, warum ich das Empfehlt mitgenommen habe? Empfehlt mich euren Freunden! Ich weiß das nicht mehr, warum ich das mitgenommen hatte. Lebt wohl. Muss aber Gründe gegeben haben. So. Und es ist alles erstmal wieder heile. Dann können wir uns jetzt auf den Weg zur Universität machen. So. Ein Neuling der Akrobatik kann nicht angreifen, während er springt oder fällt. Gut, dass ich kein Neuling der Akrobatik mehr bin. Sprecht. Boah, ich hoffe wirklich in Elder Scrolls 6, dass da so eine, was das Skillsystem angeht, so eine Mischung aus Oblivion und eigentlich eher Morrowind und Skyrim wird. Genauso wie mit den Rüstungsteilen. Dass er so eine Mischung wird wie aus Morrowind und Skyrim. Obwohl, da mit den Rüstungsset-Teilen würde ich mir doch eher mehr. Es mehr in Richtung Morrowind wünschen. Dass ich nicht einfach hier. Schulterstücke habe und dann sind beide bedeckt, sondern dass ich wirklich den linken und den rechten brauche. Genauso wie mit den Handschuhen und den Stiefeln. Dass dann nur der Kürass, die Beinschienen und der Helm quasi nur ein einzelnes Stück gibt. Ich glaube, die hatten wir schon mal gelootet. Die liegt hier schon eine Weile. Und was ich auch cool finde, wenn man ähnlich wie in Assassin's Creed Valhalla aussuchen kann, in welcher Hand man den Schild trägt. Natürlich müssen hier Irrlichter sein.
beim nächstgelegenen Händler auf jeden Fall schauen, ob der auch Zauber verkauft. Hier ist aber viel los jetzt gerade. Oh ne, da hinten ist sogar noch ein Oger. Wo ist der Oger hin? Ach da. Warum bist du so grün und durchsichtig? Warum löst er sich auf? Sorry. So, ich muss was trinken eben. Wer überlebt den Kampf? Ich habe eine Lache gehört. War das von ihr die Lache? Von... Lachen die so? Legionsschild? Gibt 11 Schutz? Dunkelgrünes Hemd, Lederstiefel, Legionsbeinschienen, Legionsbrustharnisch, Legionshandschuhe, Legionshelm, umflochtene Ledersandalen. Was ist mit ihm passiert, dass er so aussieht? Oder ist das ein Spielfehler? Leih mir nur sein Pferd aus, er braucht es ja nicht mehr. Warte mal, wessen Schrein war das hier nochmal? Klavikus Wiele. Ah, okay. Wie überlebt das schon? Ich glaube an euch. Klavikus Wiele können wir ja noch nicht. Wir sind da irgendwie noch nicht mächtig genug für. Vom letzten Stand. Wohl, welche Stufe sind wir? 19. Ich würde auf Stufe 20 nochmal versuchen, dahin zu gehen. Vielleicht bringt das ja was. Und wenn danach nicht läuft, Stufe 22, 24, 26, 28, 30. Keine Ahnung, wie hoch man hier aufsteigen kann. Aber würde ich dann auch noch mal versuchen. Ich merke gerade, mein Oberteil ist sehr, sehr durchsichtig. Dabei hat er gar kein Grün. Das ist ja irgendwie komisch. Ich habe hinter mir ja einen Greenscreen. Also so eine grüne Leinwand. Deswegen schon ein bisschen sehr komisch, dass das Schwarz, hier ist ja, das ist ja grau-schwarz gepunktet,
dass das Schwarz hiervon auch noch eigentlich mit transparent wird. Obwohl hier der Stuhl hinter mir, der ist ja auch schwarz, der wird nicht transparent gemacht. Das ist ja ganz komisch. Pferdchen, du bist frei. Ich entlasse dich. Guten Tag. Sei gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Hat der Drache da ein Gesicht am Hals? Genau da? Das sieht aus, als hätte er da ein Gesicht. Ja, aber okay. Wir gehen jetzt zur geheimen Uni. Ehrlichhändler interessieren sich nicht. Ja. Jeder braucht den Rattenkurier. Ich verstehe immer Rattenkurier statt Rappen. Ja, und das Plakat, ich feiere das. Einfach eine wunderschöne Anlehnung an den ersten Elder Scrolls Teil. Elder Scrolls Arena, ich habe das gerne gezockt, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich da manchmal einen kleinen Wutanfall hatte. Ich glaube, ich hatte da Wutanfälle, weil die Steuerung einfach nicht erklärt wurde und so, oder manchmal einfach seid gegrüßt, guter Bürger. Übertrieben schwer manche Passagen. Aber trotzdem, ich hab gefeiert, ich hab's geliebt. Irgendwie. Ich werde es nicht noch einmal spielen, gehe ich mal von aus. Wenn dann. Ihr müsst die neueste Errungenschaft der geheimen Universität sein. Müssen wahrscheinlich gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Ihr möchtet eure Zeit mit mir verbringen? Das ehrt mich. Nein, möchte ich nicht. Ich suche den Eingang. Wo war der nochmal? Ihr müsst die neueste. Ich bin hier niemandes Errungenschaft. Hier. Hallo, Hochmagier. Wart ihr schon einmal im fruchtbaren Münzbeutel? Wenn euch der Umgang mit Torunir nichts ausmacht, könnt ihr gute Schnäppchen einheimsen. Lebt wohl. Ja. Wart ihr in Skingrad und habt Graf Hasildor aufgesucht? Ja, Janus Hasildor. Gerettet hat er euch? Nun, das ist ein gutes Zeichen. Ich muss mich entschuldigen. Es lag nie in der Absicht des Rates, euch in Gefahr zu bringen. Warum habt ihr mir nicht die Wahrheit gesagt? Warum wurde ich nach Skingrad geschickt? Die spezielle Art des Grafen ist nicht öffentlich bekannt. Der Rat wünscht, dass dies auch so bleiben soll. Damals sah man keinen Grund, euch zu informieren, da dies für die euch aufgetragene Aufgabe nicht von Bedeutung war. Aus diesem Grund konnte ich euch nicht mehr über seine wahre Identität verraten. Diese Einschätzung war eindeutig falsch. Ich bitte um Entschuldigung. Und warum wurde ich nach Skingrad geschickt? Erzmagier Traven fürchtete, die Entsendung eines hochrangigen Vertreters der Gilde würde zu viel Aufmerksamkeit erregen und den Grafen verärgern. Außerdem hatten wir Angst, dies könnte die Totenbeschwörer in der Gegend so verschrecken, dass sie sich nicht mehr zeigen würden. Ich verstehe. Wir wollten lediglich einen Überblick über die Lage in Skingrad gewinnen. Unsere Beziehungen zu Hasildor sind bestenfalls kompliziert. Der Rat hat beschlossen, seine Eigenart geheim zu halten. Und im Gegenzug lässt er uns gelegentlich nützliche Informationen zukommen. Warum hilft euch Hasildor? Als Vampir hat der Graf nur wenige Verbündete, denen er vertrauen kann. Oh. Er hat seine Eigenart vor den meisten geheim gehalten, doch vor dem Rat der Magier kann er sie nicht verbergen. Daher hat er uns ein Abkommen angeboten. Wie ihr gesehen habt, ist dieses Abkommen in jüngster Zeit einer starken Belastung ausgesetzt.
Der Graf ist mit einigen der von der Gilde aufgestellten Richtlinien nicht einverstanden. Ihr beschützt einen Vampir? Es ist nicht ganz so einfach. Sicherlich ist Hasildor mächtig, doch der Rat sieht ihn nicht als eine Gefahr an. Immerhin hat er eine lange Zeit ohne jeden Zwischenfall über Skingrad regiert. Also traut ihr ihm nicht mehr? Wir befürchteten, dass Hasildor möglicherweise mit den toten Beschwörern unter einer Decke steckt. Dank eurer Bemühungen hat es sich gezeigt, dass dies offenbar nicht der Fall ist. Jedenfalls im Augenblick noch nicht. Wir werden die Situation weiter überwachen. Doch ich versichere euch, dass wir nicht mehr versuchen werden, euch in die Irre zu führen. Ihr habt eure Aufgabe in bewundernswerter Weise ausgeführt und ich danke euch dafür. Okay, wie sieht's mit meinem Fortschritt aus? Eure Dienste für die Gilde sind nicht unbemerkt geblieben. Von nun an seid ihr im Range eines Gelehrten. Ah, ja, geil. Nehmt dieses Amulett als Zeichen eures neuen Rangs. Möge es euch in Zeiten der Gefahr beschützen. Was? Seid ihr dazu bereit? Falls nicht, dann habe ich volles Verständnis. Ihr habt in letzter Zeit recht viel durchgemacht. Ach, ich halte das aus. Ich bin bereit. Sehr gut. In einer der Eyelight-Ruinenstätten am östlichen Rand der Provinz läuft gerade ein Forschungsprojekt. Irlaf Jarol leitet das Projekt und braucht anscheinend etwas Hilfe. Ich dachte, eine Ruhepause würde euch gut tun, nach all dem, was euch jüngst widerfahren ist. Ihr könnt Irlaf im Turm des Erzmagiers finden. Irlaf Jarol? Er ist ein guter Mann, wurde aber in jüngster Zeit durch Ratsgeschäfte abgelenkt und hat seine anderen Aufgaben vernachlässigt. Okay. Habt ihr sonst noch Aufgaben für mich? Sprecht mit Irlaf Jarol. Er kann euch die nötigen Einzelheiten geben. Okay. So, kommen da wir zum Geschäft. Haben wir. Das haben wir was an Zaubern. Hier können wir Dings kaufen. Ich brauche jetzt erstmal etwas, was Feder 150 Punkte für 300 Sekunden an Sepp. Magie reicht nicht aus. Magie reicht nicht aus. Weniger Schloss, aber Magie reicht nicht aus. Dumm. Überragende Bann. Lebensenergie wieder hier wiederherstellen. 25 Punkte für 4 Sekunden an selbst. Ja. Ich brauche nochmal so eins. Vielleicht ein bisschen. Zauber widerspiegeln. 20% für 20 Sekunden an selbst. Was heißt widerspiegeln hier? Ist das dann so wie so ein Spiegel, dass das zurückprallt? Magie festigen, Hitzeschock. Feuerschaden 70 Punkte an Ziel. Gebundenes Langschwert. Furchterregende Gegenwart. Feuersturm. Feuerschaden 50 Punkte an 15 Fuß an Ziel. Wenn das wie in Gothic hier Feuerregen ist, dann würde ich das hier auch mitnehmen. Blitzeinschlag. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Irlaf müsste euch erwarten. Okay, ich guck mir jetzt mal überragende Wunden heilen. 105 bräuchte ich. 105 Mana. Wir müssten mal eine Kirche besuchen. So, wo haben wir hier in Cirodi, wo haben wir hier in der Kaiserstadt eine Kirche? Gibt's überhaupt eine? Die Pflicht ruft. Gibt's hier eine Kapelle? Nee. Weiter. Hallo, hallo. Was habt ihr für mich?
hier haben wir die Arena. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, ich suche eine Kapelle. Wie ist das werte Befinden? Das ist unglaublich. Der graue Prinz wurde bezogen. Seid gegrüßt. Wessen Statue ist das hier eigentlich? Ist das Rehmann? So, Athletik hat sich verbessert. Wo gibt es hier eine Kapelle? Im Grunde, die Kaiserstadt war ja eigentlich eine Eladenstadt. Grüße. Soweit ich weiß. Ich grüße euch. Es ist ja im Stil der Eladen eigentlich erbaut. Und wurde dann von den Menschen übernommen, den Kaiserlichen. Kann es sein, dass das da die Kapelle ist? Ja, das ist die Hallo. Kapelle. Hallo. Was verschafft mir die Ehre? Hi. Hi. Kann ich mich hier nicht heilen? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja, ich bin die Heldin von Quatsch. Auch ihr. Ich habe keine Brüste und, Guten Tag. Wer trotzdem als Heldin hier Mein Name ist Alessia Ottus und ich möchte über die neuen Göttlichen sprechen. Ich glaube, Glatir macht gerade mal wieder eine schwierige Phase durch. Was meint ihr? Lebt wohl. Ihr seid der So, Stantus Varitz Haus. Helgas Haus. So, dann waren wir jetzt eigentlich einmal im Kreis gelaufen. Vielleicht beim Palast. Gibt es irgendwo eine Kapelle, wo ich hier an einen der Götter hier glauben kann, so ein kurzes Gebet machen kann, damit ich von all meinen Wunden und Leiden geheilt werde. Bitte respektiert den Kaiserpalast. Ja, ich gehe gleich rein und brülle ein bisschen. Kein Problem. Ich nehme auch ein Megafon mit. Okay, hier ist zwar Friedhof, aber ich sehe jetzt kein. Das hier vielleicht? Zu im Mausoleum der Familie Trentius. Grab von Prinz Camaril? Hier
Hier haben wir Cerodil. Warte mal. Hier sind Punkte. 1, 2, 3, 4, 5 und Cerodil 6. Dann hier 7 und da 8. Hat das was zu bedeuten? Ist das eine Quest? Entschuldigung. Auf YouTube, ihr dürft mir gerne sagen, ob das hier eine Quest ist. Aber bitte jetzt nicht spoilern, was oder ob ich da was suchen muss. Sondern einfach nur sagen, ja, ist es eine Quest oder nein, ist es keine Quest. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, ich gehe erstmal wieder hier drauf. Seid gegrüßt, guter Bürger. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, guter Bürger. Seid gegrüßt. Nein, ihr braucht mir nicht behilflich sein. Ich höre euch zu, Bürger. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob das eine da eine Quest ist. Aber nur quasi, ja, ist es eine Quest oder nein, ist es keine Quest. Sowas in der Richtung. Aber jetzt nicht verraten. Seid gegrüßt, Ritter. Jetzt bitte nicht verraten, so was da auf sich ist oder so, mit was es zu tun hat, so, sondern da will ich dann selber das rausfinden. Nicht, dass wir das dann quasi... Also ich möchte jetzt die Questreihe, wenn wir dieses Let's Play irgendwann beenden, nicht verpassen. Aber ich möchte jetzt auch nicht im Voraus verraten bekommen, so worum es da geht oder so. Was da passiert ist. So, also nicht ich möchte da nicht gespoilert werden. Bitte, unbedingt. Ilaf! Ihr seid wegen Vatakhen hier, nicht wahr? Es ist eine wahre Schande. Ich habe dem Projekt nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die es verdient. In dem letzten Bericht, den ich von Skalel erhalten habe, hieß es, dass sie auf irgendeine Art von Problem gestoßen seien. Ein blockierter Durchgang oder etwas in der Art, an dem sie nicht vorbeikommen. Ich würde der Sache gerne auf den Grund gehen, werde aber hier im Rat gebraucht. Raminus sagt, ihr hättet einen klugen Kopf auf euren Schultern sitzen. Untersucht doch bitte diese Angelegenheit für mich, ja? Ihr könnt Skalel am Fundort finden. Der Zutritt ist eingeschränkt, ihr braucht also diesen Schlüssel. Könnt ihr mir den klugen Kopf zeigen, der auf meinen Schultern sitzt? Ich könnte den gebrauchen. Skalel? Sie ist die Magierin, die diese Forschungsarbeiten leitet. Sie kann euch mehr darüber sagen, was sie daran hindert, Fortschritte zu machen. Vatakhen? Es ist eine Eileiden-Ruine, südwestlich von Chardinal. Da wir vermuten, dass sie einige interessante Dinge enthält, wurde ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Skalel befindet sich jetzt dort und arbeitet an der Untersuchung der Ruinen. Okay. Ich werde ungeduldig auf eure Rückkehr warten. Wie geht es euch? Ihr seid, hi. Die hi. Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich
speichere vielleicht einmal. Also, hallo? Skalel und Baklava suchen. Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft der Garten Universität sein. Okay, Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Sprech. Die Kaiserstadt Arena ist... Ja, okay. Suchen wir mal jetzt... die Eileiden-Ruine. Ich habe den Namen nicht gemerkt. So. Nur die Mitglieder der Magier-Gilde? Ja, okay. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Zahlt jetzt eure Strafe oder ab ins Gefängnis. Das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Ja, gut. Ich wollte nur das Pferd ausleihen. Es war doch niemand da. Wo kam er denn auf einmal? Wie sieht das jetzt mit meinem Ruf aus? Ist immer noch bei 84. Okay. Was ist los? Sprecht. Ich glaube... Hallo? Ich glaube, weil das jetzt vielleicht sogar noch vom Spiel als Fehler gegolten werden könnte, vom Spiel aus. So, geht da jetzt nicht irgendwie was mit der Infamie oder so? Also mit der Schande. Weil es kann ja immer mal passieren, dass man sich irgendwie verklickt oder so. Vielleicht wurde das mitbedacht damals schon. Also Pferd, ja gut, dann nicht. Dass man da dann gesagt hat, okay, wenn jemand einen rein guten Charakter spielen will und der sich nur aus Versehen einmal zu viel verklickt hat oder so. Oder wegen der Bewegung, weil man immer so ein bisschen so schwankt. Dass man dann... oder schwankt hat? Ne, schwankt hier nicht, okay. Hier ist kein Schwanken. Aber dann, dass man sich aus Versehen verklicken kann oder so, dass da dann noch nicht die Schande hochgeht. So, wo müssen wir genau hin? Scheidenal, dahin. Watakin.
wird ein interessanter Weg. Vor allem die Kaiserstadt hier, also die Hauptstadt, die hat nur einen richtigen Eingang. Und die ist nur auf dieser Seite hier. Warte mal, ich bin vom Weg abgekommen. Die anderen beiden Ausgänge, die rausführen, führt das eine zum Gefängnis und das andere zur geheimen Uni. Naja, und eins zum Hafen. Also genau, das führt zum Gefängnis. Hier führt das zur Uni, hier zum Hafen. Und hier, das ist der einzige Ein- und Ausgang in die Stadt. Ich meine, in Elder Scrolls Online haben die sogar hier und hier auch noch einen Eingang reingemacht. In die Stadt. Glaube ich zumindest, dass da auch noch irgendwie was gemacht wurde. Na komm her, mein kleines Kätzchen. Ja, ist noch der richtige Weg. Okay. Wo kommst du denn bitte her? Wie? Irgendwas ist hier noch. Lass mich angreifen. Nein! Wo kommst du denn her? Hast du mir nicht schon genug entzogen? Intelligenz ist gesunken. Nee, hier. Das ist noch ein Oblivion-Tor. Wie viele Tore gibt es denn hier in Elder Scrolls 4? So, achso, das Tor ist schon. Ich habe keine Zeit für euch. So. Schwertkampffähigkeit verbessert. Nice. Wird Zeit, dass wir unser Mana mal aufladen. Also mehr Mana bekommen. Und einen besseren Zauber kriegen. Dass wir bei Gelegenheit wirklich mal irgendwo was kaufen.
Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Ganz ehrlich, wem von euch geht's genauso? Bei diesem Soundtrack. Dass man dann irgendwie kurz innehält. Leider jetzt der falsche Soundtrack. Ich meine das andere. Das andere gefällt mir irgendwie am meisten. Wechseln vielleicht mal wieder aufs andere Schwert. Autsch. Warte mal, hat die auch ein Ebenerdschwert? Sonst alles hier orkisch, okay. Und ihr seid es. Und eben erst Claymore. Na, willst du hier jetzt schlafen gehen? Hier gibt's Garn. Hier geht's ja auch noch rein. Was war das nochmal? Haben die Dinger auch einen geheilt von all dem Leid und so? Ein geleerter Brunnen füllt sich langsam wieder. Der ist noch am... Okay. Der ist noch geleert. Das dauert noch, bis der wieder voll ist. So, da bin ich wieder. Und ich speichere hier jetzt auch sogar. Wir sind wieder hier. In dem Bereich. Diesmal war hier jetzt so ein Marodeur Bogenschütze. Und hier so ein Marodeur, aber ohne das Schwert. Ich bin wieder in der Kaiserstadt gelandet. Da war das letzte Save Game. Wo wir gerade quasi aus dem Gespräch rausging, noch in der Universität. Und ja, das Spiel ist einfach abgeschmiert. Deswegen, ich muss mir wieder angewöhnen, mehr zu speichern. Ah, jetzt habe ich hier Kraft aus der Quelle gewonnen. Okay. Jetzt kam die Kraft raus. Ich hoffe wirklich, das Spiel schmiert mir jetzt gleich nicht nochmal ab. Aber war schon ein bisschen, sagen wir mal, komisch, dass es mir einfach abgeschmiert ist. Wir müssten vielleicht... nee, hier ist falsch. Hier war das. Reparaturhämmer. Einmal alles reparieren.
Und Waffenschmiedfertigkeit ist auch jetzt endlich mal wieder gestiegen. Schwertkampf sind wir bei 107, Blocken bei 67. Schwerrüstung bei 85, Veränderung bei 30, Zerstörung bei 32, Illusion 31. Wiederherstellung bei 81 schon, okay. Kriegen wir es hin, das hier alles auf 100% zu kriegen? Beziehungsweise Schwertkampf haben wir ja auf über 100%. Aber das liegt wahrscheinlich eher wegen einem Bonus, das wir haben. Apropos, wir haben ja ein Amulett bekommen gehabt. Da war ja was. Hier. Amulett der Befragung. Zauberpichler-Amulett. Zauberabsorption 18 Punkte an selbst. 7250 ist der Wert. Gibt es hier Händler, die mehrere tausend Gold haben? Wir Groschen sagen immer. Vielleicht sogar im 10.000er Bereich so an Gold. Wenn es so einen Händler gibt, dürft ihr mir den gerne sagen. Ich würde den Händler gerne mal besuchen. Ich hätte nichts gegen, wenn da einen Händler irgendwo gibt, so ähnlich wie hieß der eine nochmal, der eine Scamp da in Morrowind? Oder die Schlammkrabbe aus Morrowind. Der eine, der immer 5000 hat und nicht mal falsch, der nimmt einfach Originalpreis. Genauso wie die Schlammkrabbe. Wenn es hier so einen Händler auch gäbe. Ihr dürft mir gerne von dem erzählen. Dum, 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 dum. Noch der richtige Weg nach Chardinal? Ja, okay. Wir müssen da nach Süden gleich. Aber warte mal. Vataken. Haben die nicht gesagt, das ist eine Eladen-Ruine? Vermina-Schrein? Also das ist nur eine Blume. Ich dachte schon, da kommt gleich ein Angreifer. Sprecht. Wartungsstelle. So, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!